Am Wort Cornelia Ecker, SPÖ. Können, dass Ihnen Regierungsposten wichtiger sind als Wahlversprechen. Und ich hoffe, Sie erkennen sich auf diesem Bild. Denn hier sahen Sie CETA noch sehr, sehr kritisch und waren in vielen Bereichen dagegen. Und ich kann nur meinem Vorredner Bruno Rossmann beipflichten, wenn er sagt, ÖVP und FPÖ haben heute mit der Zustimmung im Ministerrat zu CETA viele ihrer Wählerinnen verraten. Eine Zustimmung zu CETA ist vergleichsweise ungefähr so, als ob man unserer österreichischen Bevölkerung ein Medikament verordnet, wo wir weder die Inhaltsstoffe noch die Wirkstoffe kennen. Und ich glaube, werte Zuseher auf der Galerie, keiner von Ihnen möchte ein Medikament, wo wir die Inhaltsstoffe und die Wirkstoffe nicht kennen. Doch die Bundesregierung zeigt auch in dieser Debatte kein Verständnis. In der Europäischen Union gilt das Vorsorgeprinzip. Also wenn man Waren auf den Markt bringt, erst zugelassen werden muss, dass diese nicht gefährlich und nicht schädlich für die Menschen sind. Doch die Bundesregierung zeigt auch in dieser Debatte ihre Europafeindlichkeit und legt sich hier lieber mit der USA und mit Kanada ins Bett. Denn dort bringt man Waren auf den Markt und man muss dann erst beweisen, dass sie schädlich für die Menschen sind. Das Vorsorgeprinzip, liebe Bundesregierung, ist für Sie ein Fremdwort. Und hier kann ich nur eines sagen, schämen Sie sich dafür. Und nein, Herr Kollege Haubner, und ich glaube, er ist gerade nicht im Saal. Wir Sozialdemokratinnen fürchten uns nicht vor internationalem Handel. Nein, im Gegenteil, sofern er fair bleibt. Und Frau Ministerin Schramböck, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so akribisch aufgelistet haben, wie gut Österreich bereits mit Kanada in Verhandlungen und in wirtschaftlichen Beziehungen steht. Und der Herr Gudenus, er ist leider nicht im Saal, der sich so oftmals mit der österreichischen Geschichte auseinandersetzt, die möchte ich mit auf den Weg geben. Vielleicht, Herr Rosenkranz, können Sie ihm das ausrichten. Er soll auch die Geschichte Ihrer Partei lernen. Er soll auch die Geschichte dieses Hauses lernen. Denn vor kurzem in der letzten GP waren Sie noch sehr kritisch CETA gegenüber. Enttäuscht bin ich von Ihrer Partei als FPÖ, weil Sie hier umgefallen sind. Mittlerweile kann man bei den Umfallern von der FPÖ vom x-ten Einzelfall sprechen. Und warum bin ich enttäuscht? Menschlich auch sehr enttäuscht. Im Oktober 2016 sagte der jetzige Infrastrukturminister Norbert Hofer, mit CETA fallen nicht nur Zölle, sondern auch Umweltstandards und Arbeitnehmerrechte. Und im September 2017, Herr Minister Strache, sagten Sie wortwörtlich, CETA und TTIP sind Produkte des Raubtierkapitalismus. Herr Strache und Herr Hofer, wieso fallen Sie um und wieso fällt Sie ständig die ganze FPÖ um? Es hat sich nämlich genau null in der Debatte geändert und im Inhalt des CETAs, des ganzen Abkommens, ja, sondern lediglich das Datum. Und das wissen Sie, Herr Rosenkranz, hier können Sie auch lächeln. Ich attestiere der FPÖ und vordergründig Ihnen als Clubobmann eine chronische Krankheit, nämlich die des Umfallens. Mittlerweile hat die FPÖ endgültig ihre Versprechen über Bord geworfen und Ihnen ist nicht wichtig, an einer Verbesserung in diesem Handelsabkommen für Österreich zu arbeiten. Die FPÖ kapituliert vor den Konzerninteressen und vor Sebastian Kurz und seiner neuen ÖVP. Herr Rosenkranz, ich frage Sie ganz ernstens, möchten Sie nicht einmal über eine Gastmitgliedschaft bei der ÖVP nachdenken? Ich wäre bereit und ich glaube, das ist jetzt hier der richtige Zeitpunkt. Die ÖVP stellt sich als Vertreterin der Bauern und der Wirtschaftstreibenden hin. Herr Abgeordneter Strasser, was passiert, wenn Abgeordnete, ich glaube, er ist jetzt auch nicht im Haus, wenn große Agrarkonzerne auf unsere kleinen Bergbauern und Biobauern treffen? Ich glaube nicht, dass die konkurrenzfähig bleiben können und werden. Sie verraten hier die österreichischen Bauern und auch ihre Interessen. Und zum Abgeordneten Haubner, als Unternehmerin frage ich mich, wieso vertreten Sie ständig die Interessen riesengroßer Konzerne und nicht die, die
sie in dem Land wirklich brauchen würden, die vielen, vielen EPUs und KMUs. Denn der Bäcker und der Metzger ums Eck, die brauchen Väter mit Sicherheit nicht. Mit meinem Ärger bin ich nicht alleine. 3 von 4 Österreicherinnen sehen das genauso. 562.000 Österreicherinnen haben das Volksbegehren gegen CETA unterschrieben. Und diese Bundesregierung ignoriert all diese Menschen. Direkte Mitbestimmung ja, von dem trommeln sie immer, aber wenn es soweit ist, wollen sie davon nichts hören. Solange Prüfverfahren, wir haben es heute schon gehört, am Europäischen Gerichtshof noch anhängig sind, die vielleicht zum Entschluss kommen, dass dieses Abkommen CETA europarechtswidrig ist, solange nicht erklärt ist, wie sich die Konzernklagerechte und die Geheimgerichte auswirken werden, so lange erübrigt sich und für uns Sozialdemokraten die Diskussion über CETA. Und zum Ziel sein muss es, Ressourcen zu schützen, nachhaltig zu produzieren bzw. zu wirtschaften und nicht die Waren über Weltmeere zu schiffen. So sieht keine ökologische Zukunft aus. Wir Sozialdemokraten haben gestern im EU-Hauptausschuss versucht, die Verhandlungen TTIP für ein und alle Mal zu stoppen. Aber hier sind die Regierungsparteien nur Erfüllungsgehilfen von Nestle und Co. geworden. Und das stimmt mich sehr traurig. Dankeschön. Die FPÖ habe in der CETA-Frage ihre Wähler verraten, so Cornelia Ecker von der SPÖ.